Hallo und herzlich willkommen zurück zu Arma 3 Battle Royale. Und bei mir im TS, wohlgemerkt nur im TS, ist der Daniel, der ist nämlich auf einem anderen Server. Hallo Daniel. Hi. Und der Daniel überlebt da schon länger. Ich war vorhin auch mit drauf und ich bin natürlich wieder schnell gestorben und jetzt immer halt bin ich auf einen anderen Server gegangen. Ich wollte gerne noch eine Aufnahme machen. Komm mal schauen. Komm mal gucken. Da sitzt einer mit einer grünen Basecap. Das ist doch das bei einer Platte gekommen. Jordan. Jordan müsste ich mal gerade muten. Geht gerade nicht. Jetzt fliegen die ersten raus, nur ich wieder mit. Bäm! Habe ich einen erwischt mit der Sniper. Oh, da sind die. Wie nett. So viele Leute. Oh mein Gott. Die landen alle da schon. Was für eine Scheiße. Das sehe ich bei mir nicht ganz so. Was? Ich habe gerade einen mit einem Scharfschützen auf 400 Meter weggeholt an der Kiste, vor der ich mich gelegt habe. Oh, ich bin sogar das erste Mal nicht auf die Fresse gefallen. Ich laufe, laufen, laufen. Mal gucken. Oh, da sind schon die ersten Gefechte. Die ersten sterben schon, die ersten zwei sind schon gestorben. Los, zackig, zackig, zackig. Da ist auch ein Auto, das hört sich gut an oder das sieht gut aus. Los, zack, zack, darin. Ein Rucksack und eine Waffe wäre nicht schlecht. Jawohl, Rucksack ist schon mal in Erfüllung gegangen. Und da ist auch die Waffe. Da ist noch ein Munitionsmagazin. Nee, das brauchen wir nicht. Was ist das denn? Eine Handgranate, nehmen wir mal mit. Hat der eine hier eben geworfen, um mich ein bisschen zu verwirren mit der Sniper. Hat er aber nicht ganz gut gemacht, also war er tot. Na gut, ich sag mal, mit Handgranaten werfen, das muss man auch können, ne? Ja, er wollte Rauch auf dem Boden, damit er in Ruhe da weiter looten kann. Mist, bin ich auch tot. Andere hat einen Kisten hingestellt. Jetzt bin ich auch gestorben. Echt? Schade, waren noch 5 Mann drauf. Hm. Genau zu spät, dass ich bei euch nicht mehr mit rein kann. Ja, leider. Ich muss mir mal gerade Marker setzen. Hey! Jawohl, einen habe ich getötet. Ja, gut. Der zappelt noch. Oh, der hat mich aber auch erschreckt. Der hat aber nichts gehabt, der Sack. Der tut mir auch irgendwo ein bisschen leid, aber hier geht es nur ums Überleben, Leute. Hier geht es um nichts anderes. Ich muss mal gerade Marker setzen. Germany. Wollen wir mal gerade gucken, wo ich jetzt ungefähr bin. 1,7 Kilometer. Scheiße. Ich bin zu weit weg eigentlich.
kein Auto. Das Auto habe ich mich vertan. Das war eine Ruine. Eine Autoruine oder ein Autowrack. Oh, da schießt einer. Wo denn? Sterben am Anfang immer wie die Fliegen, so richtig fix. Ja, gut. Du musst dir vorstellen, wenn dann so auf so ein Militärlager, egal ob das da oben auf den Bergen da ist, diese Türme oder was auch immer, wenn da stürmen die ersten alle drauf. Da, sagen wir mal, 5 Mann landen zur gleichen Zeit. Wer da zuerst ist und kann als allererstes abfeuern, ne? Der ist ganz klar im Vorteil. Du, ich werde mich jetzt schon mal verabschieden, ne? Okay. Oben hat mich gerade einer angestupst. Der will wieder eine Runde Counter-Strike spielen, da ich jetzt gerade tot bin. Mein Willst du dann Sohn, ne? direkt anschließen? Nee, der nicht. Der kommt später noch. Na gut, ich wünsche dir noch viel Glück, Alf, ne? Alles klar, dann Dann will ich schalte ich das heute die mit dir Runde durch, noch ne? erfolgreich beenden. Daniel, wir sehen uns bei Gelegenheit. Ja, mach's gut. Hat mir heute 3-1. Spaß gemacht, ne? Tippe auf 3-1. Mir auch. Alles klar, bis dann. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao. User left your channel. So Leute, jetzt sind wir alleine. Wollen wir noch mal gucken, ob wir das hier nicht mal anders da spielen können. Ja, wegen dem einen da, das tat mir ja eben schon leid, ein bisschen. Aber ich glaube, man sollte keine Rücksicht nehmen. Bei dem Spiel würde auch kein anderer Rücksicht nehmen. Das ist das Problem. Wenn man Battle Royale spielt, dann ist das so. Der Letzte gewinnt. Und jeder möchte mal der Letzte sein. Die Osprey. Ach, hier fahren die. Das sind irgendwelche Startpunkte hier, ne? Leute. Wo ist denn das Bombengebiet? Oh, Scheiße. Genau hier ist das Bombengebiet. Na gut, das könnte natürlich gut möglich sein, dass ich das nicht mehr überlebe. Ich bin zwar noch nicht ganz drin, ne? Oh, 20 Leute gestorben schon. Hier ist das Bombengebiet. Ich bin natürlich im Bombengebiet drin, ne? Bin ich ja mal gespannt. Ich werde mit Sicherheit das Pech haben, dass gleich irgendwas passiert mit dem blauen Gebiet. Na, 700 Meter ist noch ein weiter Weg. Ich riskiere das aber einfach. Hey, wake up. Weil ich eigentlich auch nichts zu verlieren habe. Ich meine, ich habe ja immerhin auch schon mal eine Waffe. Also da können wir ja in der Richtung können wir ja ruhig auch schon mal was machen. 500 Meter, das ist ein weiter Weg. Vorteil ist, hier kann man
Hier kann auch keiner. Der Lex ist gerade. Der will zu mir kommen ins Channel. Da. Ein Quad. User joined your channel. Grüße dich, Lex. Ich bin gerade am Aufnehmen. Jo, moin. Eine Runde alleine. Battle Royale. Mal gucken. Oh. Ja, aber. Ich habe einen schon umgebracht. Oh, gut. Ja, der tat mir aber auf deiner Seite auch leid. Der hatte gar nichts. Der war zufälligerweise genau da, wo ich auch war. Und ich hatte gerade eine Pistole gefunden. Also. Oh, gut, ist halt so, ne? Ja. Kann ja genauso mit dir auch machen. Genau so sieht's aus. Ja, ich habe heute ein paar schöne Runden mit dem Daniel gespielt. Also, der Daniel hat sich's heute auch runtergeladen. Okay. Hat er es nicht vorher auch schon? Nee, hat er noch nicht. Ich glaube, für Arma 2 hat er erst dann. Ja, ja, genau. Ja, Arma 2 brauchst du ja nichts runterzuladen. Ja, genau, ist ja diese Mod, ne? Ja, ja. Ich wollte eigentlich, dass das jetzt meine letzte Runde ist, aber wenn du schon da bist, dann könnte ich mir glatt vorstellen. Katrin, ich habe was anderes gedacht. Ach so, was denn? Ja, kannst du dir ja bestimmt vorstellen. Ach so, unsere... Schöne Sache. Unsere geheime Sache. Genau. Wenn du Lust hast. Kann auch gerne das machen. Können wir drüber reden gleich noch. Ja, mach mal. Ich sonst gehe ich erstmal raus und dann kannst du ja zu mir kommen, wenn du fertig bist. Können wir so handhaben. Oder du schreibst mir gerade an, das passt auf, dann komme ich wieder hoch. Weil wir wollen ja eh dann aufnehmen. Alles klar. Gut. Bis gleich. Ja. Es läuft, Leute, es läuft. Nehmen wir das mal. So, dann wollen wir mal gucken. Was ist denn eine Einsatzweste mit Gurtzeug? Ja, nehmen wir einfach mal. Ist doch scheißegal. So. Verstehe mal nicht, warum ich hier keine größeren Waffen finde. Andere finden immer alles, nur ich nicht. Und da ist noch ein größer, kleinerer Rucksack. Was ist denn das hier noch? Wollen wir gerade gucken. Stunner können wir mal mitnehmen. Ah, das ist aber eh nichts. Beta C, Green Trevor. Scheißegal. So. Ja, in dem Militärgebiet war noch kein, das gibt's doch gar nicht. Kann ich gar nicht glauben, oder war hier doch einer? Neun Millimeter. Inventar. Entfernungsmesser. Entfernungsmesser nehmen wir gerne mal mit. Das sollten mal Toiletten werden oder was hier. Hm? Zack, zack, jetzt hier. Ja, das nenne ich doch mal. Auch wenn es jetzt nichts Besonderes ist, aber 5,6 mm. Ich weiß nicht, ob die da rein geht, deswegen machen wir sie lieber mal Risse. Die anderen Rangefinder.
Da ist das Bombengebiet. Direkt am Airfield. Komma 6 mm. Das ist aber, das müsste auch gehen. Ja, die will ich nicht haben. So, Leute. Jetzt sind wir hier soweit fertig. Und jetzt geht's ab die Post. Da ist eine PDW und da ist auch noch was. Das MRCO oder wie das sich heißt. Das lässt sich nirgendwo drauf machen. Na gut, dann haben wir Pech gehabt. Was ist das hier? Wow! Kann ich natürlich gut gebrauchen. Weiß ich nicht. Lass wir es mal weg. Scheiße, ich möchte gerne ein Visier noch haben. So, was haben wir hier noch? Nein, da haben wir nichts. Da ist wieder eine Splittergranate. Nicht mehr lange, dann kommt der blaue Kreis und dann kommen wir wieder nirgendwo raus. Und dann haben wir so tolle Sachen gefunden und schaffen es aber nicht, die tollen Sachen zu behalten. Inventar, was haben wir denn da? Schuss, Gurtkiste, Leuchtmunition, die brauchen wir alles nicht. Das ist alles unnötig. Schon was? Oh ja. Oh ja, ich muss raus. Ich muss hier hin. Meter. Los, zack, zack, jetzt. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Oh scheiße, das wird eng. Bums! Ist doch glatt eine Tür bei mir gerade zugeschlagen. So was. So ein Dreck da, Leute. 3 Minuten. To the arena inside the blue circle. Zack, zack, zack. Nur mal ein bisschen umgucken. Ich bin viel zu leichtsinnig und das ist auch mein Fehler. Deswegen brauche ich eigentlich immer so ein paar Leute wie ein Lex oder wie ein Daniel, die da schon so ein bisschen mit auf mich aufpassen, die auch
sagen, hier, hör mal, da geht's lang. Weil die dann nicht ganz so unvorsichtig sind wie ich. Das Dumme sind nur 3 Minuten. Und ich muss das ausnutzen. Wir sind jetzt gleich im Cycle. 2 Minuten. Ich muss noch weiterlaufen. Und ich muss mal gucken, ob ich dann nicht irgendwo... Ja, hier ist es ein bisschen... Gut, jetzt... da ist mein Marker. Ich gehe jetzt hier oben in das Gebüsch. Der Marker, den ich mir gesetzt habe, ist ja nicht verkehrt. Und jetzt guck mal hier im Gebüsch. Ja, siehst du, das ist doch scheiße, ist das doch. Wie kann ich nochmal Binoculars ist das meistens? Kann man schlecht sagen, ob da einer drauf ist. Diese Türme sind aber meistens für sowas immer sehr gut geeignet. Okay. Wollen wir mal gerade gucken. Innerhalb des Kreises bin ich. Also ich müsste mir jetzt eigentlich mal ein anderes Ziel setzen. Das ist ungefähr die Mitte. Ja, ungefähr so. Das sind nämlich 1,4 Kilometer. Das gefällt mir nicht. Ich laufe lieber hier rum. Da hinten das Militärgebiet. Verdammt nochmal, das ist alleine. Guck, die Meterzahl verändert sich kein bisschen. Na, jetzt so ein bisschen. Ich laufe auch extra hierher, damit die da mich in den Turm dann nicht verfolgen können. Man muss bei dem Spiel, glaube ich, sehr viel Geduld auch haben. Und da muss ich mich selber manchmal noch zusammenreißen. Ich meine, wenn man ein guter Schütze und ein guter Aimer ist, also dass man halt auch, ich sag jetzt mal, wenn man immer viel Glück hat und auch von den Sachen her immer das Richtige findet, dann muss man, dann kann man auch mal gewisse Risiken eingehen oder beziehungsweise, wenn man sowieso das Glück auf seiner Seite hat. Wie ich mich kenne, hätte ich hier in den Wäldern da. Das ist gefährlich, weil... Da bin ich beim letzten Mal sogar mit dem Daniel zusammen gestorben. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das Ganze gehen wird hier. Wir sind im Cycle drinne. Ich
Ich versuche jetzt mal an dem Hang da hochzukommen. Wobei das hier ja ist natürlich auch richtig geil. Hier kann man sich eigentlich ganz gut verschanzen. Dann wollen wir gerade gucken, also auf die Karte wenigstens mal kurz gucken. Ja, ich habe es mir fast gedacht. Also wenn man das so genau sieht, sollte ich doch lieber zusehen, dass ich weiterlaufe. Die Tendenz ist, dass es hier in diese Richtung geht, ja. Flugstation, die wird gleich nicht mehr sein, glaube ich. Ich werde mich mal in die Richtung begeben. Ich glaube, es geht diesmal Richtung Strand. Das Endgebiet. Das ist so eine Vermutung, das muss nicht richtig sein. Na, das ist gleich ist auch schon wieder, dass es kleiner wird. In 30 Sekunden stand da eben was. Laufe ich eigentlich noch in die richtige Richtung? Ja klar. Ich habe das Meter, die Meteranzeige eben gerade nicht so sehen können. Hier in diesen Wäldern, da ist man schon, ich meine, Wäldern ist gut. Aber hier ist man schon so ein bisschen geschützter. Hier ist noch eine Straße. Und Battle Royale ist ein reines Laufspiel. Und Glück haben was beim Looten. Also, sprich, wenn du beim Looten richtig Glück hast und findest schnell was, dann hast du gute Chancen. Natürlich gehört auch dazu, dass man halt jemanden schnell sieht oder sowas. Da habe ich ja eigentlich auch immer mein Pech mit. Eigentlich dürfte ich das Spiel gar nicht spielen, aber mir macht das halt Spaß, ne? Ich sag mal, was mir dann keinen Spaß macht, wenn dann so ein Typ da vor mir steht und hat auch nichts und er hockt sich hinter der Hauswand und wie ich das eben hatte und ich muss ihn dann killen, weil das Spiel es so ja so vorgibt. Aber der hätte, wie der Lex das auch schon gesagt hat, der hätte ja mit mir auch nichts anderes gemacht. Zehn Stück sind am Leben. Also mich kann man hier mit Sicherheit ganz gut herlaufen sehen. Meter, das ist Luftlinie, Leute. Nicht vertun, ne? Ist alles Luftlinie hier. Das ist ja das Elend. Guck hier, ich laufe mindestens das Doppelte. Minimum. Meter. Jetzt quasi noch den Berg hoch, nehme ich mal an. Ja, hinter der Kuppe ist das. Aber hier wird es auch wieder heller als wie in dem Tal. 40 Meter. Hoffentlich habe ich auch 9 noch. Oh Scheiße. Da in dem Busch mache ich mich jetzt erstmal und gucke mir erstmal. So, jetzt wollen wir uns noch ganz kurz die Karte angucken. Da bin ich. Siehst du, es geht immer weiter hier rüber. Setzen wir mal hier ungefähr an. Wieder 600 Meter, das ist da.
In 60 Sekunden wird es wieder kleiner. Und es geht in irgendeine Richtung. Und das ist immer das Schlimme. In welche Richtung geht's? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass ich da in der Stadt war, sogar, und dass ich da auch einigermaßen looten konnte, ich bin ja schließlich auch nur in diesem Militärgebiet gewesen, dadurch habe ich eigentlich gedacht, ich hätte viel mehr Zeit verloren. Dabei hat das eigentlich relativ doch schnell funktioniert alles und auch, ich habe auch meine Sachen schnell gefunden. Ich habe mich also auch nicht lange mit irgendwelchen Nichtigkeiten da aufgehalten. Und ich glaube, dass das mein Vorteil ist, dass ich jetzt auch in der Zone bin. Gut, jetzt war die Zone natürlich auch ein bisschen so zu meinen Gunsten. Ich habe schon andere Sachen erlebt, dass die Zone auch schon mal Inside the Blue Cycle Play Spiel is no restrict to the arena. Inside the Blue Arena. So, jetzt werden wir hier nochmal in einen Busch müssen, um nochmal auf die Karte zu gucken, denn die hat sich jetzt verändert, diese Blue Arena. Ich müsste aber drauf noch sein. Aber mein Vorteil, mein Verdacht, dass es immer weiter in die Mitte geht, also es wird sich hier so, ich gehe mal davon aus, das wird sich hier so Girma oder wie das heißt, Girna. Ich höre Schießen. Ist wieder einer gestorben. Hinten ist Wasser. Schießen galt mir ja nicht, das hat man ja mitbekommen. Wenn meine Vermutung stimmt, sind wir eigentlich, siehst du, da sind wir jetzt gleich. 2 Minuten habe ich noch. Da könnte man ja eigentlich, naja gut, weiterlaufen wäre auch nicht verkehrt. Wir können eh noch nichts machen. Also der Kreis muss noch enger geschnallt werden, bevor wir irgendwie bevor ich anfange zu campen, weil Map has been updated. So, warte mal. Na, siehst du? Es konzentriert sich jetzt, hier ist die Mitte, da bin ich ungefähr. Also ich glaube schon, dass es in diese Richtung hier gehen wird. Wobei ich einfach jetzt mal hier das kennzeichne. Nur damit ich ein Ziel habe. Vorhin waren... Ah, eine scheiß Fliege, Entschuldigung, Leute. Na, guck da, 7 Leute noch und ich gehöre, und ich spiele alleine. Ich gehöre zu den letzten 7. Das ist für mich schon ein kleiner Erfolg. Wenn ich überlege, ich habe 6 Gegner. Mit dem Visier werde ich wohl aber nicht viel anrichten können, das ist mein Problem. Gerne erstmal in die Richtung. Ah, hier ist viel mit Wald. Wollen wir mal gerade ein bisschen gucken.
Binoculars. Im Wald sieht man keinen. Es müsste sich höchstens einer bewegen. Da oben, das ist mit Sicherheit kein schlechter Platz. Geschützt durch Steine. Mal gespannt gleich. Ich glaube, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ich bin mir noch nicht sicher. Es ist schon so ein bisschen gefährlich hier. Und sobald man entdeckt wird, ist es natürlich auch scheiße. Weil wenn die sich anstrengen, dann werden die einen die ganze Zeit verfolgen. Außerhalb oder was? Ne, ich bin innerhalb. Bin sogar gut innerhalb. Eieieiei, aber der hat ja nicht auf mich geschossen. Aber guck mal, da gehen die. Da hat er mit Bomben geschossen. Warum hat der so einen Bombenteppich da hergelegt? Blue Cycle, los da hoch. Irgendwas gehört. Scheiße. Das kann nur über mir sein eigentlich. Mein Gott. Was haben wir denn? 025, 025. Hier ungefähr sind wir. 025. Okay. Warte mal, da müsste ich mal Binoculars noch mal rausholen.
Müsste noch mal gucken, ob ich da drüben was sehe. Scheiße, da. Der weiß nicht genau, wo ich bin, sonst hätte er weitergeschossen. Da läuft. Nee. Schade, Leute. Das ist Battle Royale.